Willkommen zusammen zu einer weiteren Fahrt im Train Sim World 2. Wir fahren heute mit dem ICE 3 und setzen uns mal direkt hier in die Lok rein. Machen, heben mal den Stromabnehmer in den Lok, in den Zug natürlich. Achso, Moment. Fahrtrichtungswende und Vorwärtsstellung. Und jetzt Stromabnehmer hoch. So, 15 kV liegen an. Hauptschalter rein. Türen rechts auf. Jawohl. Dann machen wir uns SIFA, PZB und LZB noch an. Schalter zu. Lounge-Scheiben wollen wir auch haben. Dann gehen wir mal zu diesem Display, machen die Beleuchtung für unsere Fahrgäste an. AFB geben wir uns frei. Stellen auf 40. Dann Spitzensignale normal. Ja, das passt. Also ist ja noch ziemlich hell. Wir brauchen noch kein Fernlicht oder sowas. So. Ja. Das passt dann alles. Soweit. Achso, wir können uns natürlich noch ein Ziel einstellen. Gehen hier zweimal auf UD. Bestätigen das Ganze. Und nehmen uns dann hier Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Bestätigen. Und zurück aufs ursprüngliche Bild. So, dann können wir die Türen schließen. Dann gehen wir hier auf Abfertigung und schließen, geben dann den Schließbefehl für rechts. Schließvorgang eingeleitet. Was ist mit Tür 14? Okay, Tür 14. Was ist los mit dir? Alles zu. Na, jetzt haben wir's. Sehr schön. Das war dann wohl der, der Zugchef. So, hier links ist noch ein bisschen Polizei, weil da aus dem Dresdner Zoo der Elefant ausgebrochen ist. Passiert halt in Dresden häufiger mal. So, nächster Halt ist auch schon Dresden-Neustadt. Wir sind ja bisher im Fernverkehr mit der 101 hier unterwegs gewesen. Das Ganze von Riesa nach Dresden. Deshalb dachte ich mir, machen wir es diesmal andersrum. Und zwar auch dann mit dem anderen Fernverkehrszug, den wir hier fahren dürfen. Deshalb fahren wir jetzt von Dresden nach Riesa. Da rechts kommt noch 943, sehr schön. Da links kommt noch eine. Hervorragend, hier ist ja ordentlich was los. So, wir dürfen auch schon 60 fahren, also hoch mit der AFB auf die 60. Dann haben wir noch 2,5 Kilometer. Jawohl. Ab hier dürfen wir dann noch 80 fahren, also Leistung runter. AFB schon mal hoch auf die 80. Das passt doch, oder? Ja. Und ich denke mal, jetzt sind wir dran vorbei. Also Leistung wieder aufschalten und auf die 80 hoch. Wir haben da vorne, glaube ich, Halt zu erwarten, oder? Nee, doch nicht. Die Signale gelten nicht für uns. Wir haben weiterhin freie Fahrt. Sehr gut.
Und hier geht es wieder vorbei an der Altstadt. Aber man kann es leider nicht so schön sehen. So ist gut. Nein. Ups. Was habe ich nicht gemacht? Ja, das war's wert. Hoffentlich ist der Screenshot gut geworden. Das habe ich denn nicht bestätigt, vermutlich eine Geschwindigkeitsherabsenkung. Kann ja mal passieren. Jetzt haben wir leider eine kleine Verspätung von 2 Minuten. Ich könnte schwören, ich habe doch diese Haltemarkierung hier mal ausgestellt. Jedes Mal, ne? So, da links noch die 143 als weiße Lady. Oder 112? Weiß ich nicht mehr. 112 müsste das, glaube ich, sein. So. Türen links auf. Das will ich auch hoffen. So, da ist die 185 mit ihren Habinswagen vorbeigefahren. Während wir hier vorne mit einer leichten Verspätung in Dresden-Neustadt stehen. Ah, 1 Minute. Passt. Sehr schön. Sehr, sehr schöner Bahnhof. So, wir dürfen dann die Türen gleich schließen. Gehen schon mal in die Abfertigung. Hier, das ist dieses Signal, das einem, glaube ich, zeigt, dass ein Zug einfährt. Oder das zeigt, dass das Signal da vorne schon grün ist. Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich bin ja auch kein Lokführer, ne? Das wisst ihr ja. Also wenn es jemand besser weiß, was genau dieses Signal hier heißen soll, das hier, gerne in die Kommentare damit. So, wir dürfen mit 80 ausfahren. Stellen wir uns mal hier vorne an den Bahnsteig. Da hinten kommt schon wieder was angerollt. Aha, noch eine 112. Oder was doch die 143? Ich weiß es nicht.
Und ab hier dann 100. Also Leistungshebel zurück. AFB hoch. Hallo Kollege. Und wir beschleunigen. Ach, wir dürfen sogar 160, ne? Ach ja, die Strecke ist einfach schön. Die ist einfach sehr, sehr gut gemacht. Kann's nicht anders sagen. Ach, die ganzen Häuser hier rechts. Das sind halt nicht die Häuser, die man schon immer in allen DLCs gesehen hat, sondern hier sind halt einfach viele neue 3D-Modelle dazugekommen. Viele sehr einzigartige. Das ist einfach gut gemacht. So, was kommt uns da entgegen? Ein Kesselwagenzug. Radebeul wird hier angekündigt. Das R habe ich gelernt. Das steht nicht für Risa, sondern das steht für Radebeul. Angeblich. Vielleicht stimmt das auch nicht, aber so habe ich es jedenfalls mitbekommen. Oh, bonjour. An den Talent 2. Und Risa dann in 36 Kilometern ohne einen weiteren Zwischenhalt. Okay, so, wir sind jetzt auf freier Strecke. Hier ist uns schon einiges entgegengekommen. Das ist sehr, sehr schön. Gucken wir uns das hier noch an. Was haben wir hier? Nur 143. Hervorragend. Ja, was gibt's Neues? Worüber kann man so sprechen? Das ist eigentlich ganz klar, die neu angekündigte Strecke zwischen Dresden, wo wir gerade eben waren, und Chemnitz mit der Baureihe 143. Welche Wagen mitgeliefert werden, ist zu diesem Zeitpunkt unklar. Darüber werden wir gleich noch sprechen. Und mit der Baureihe 612, auch über die werden wir gleich noch ein bisschen quatschen. Reden wir aber erstmal über die Strecke. Die fängt nämlich bei Dresden Hauptbahnhof an. Und die originale Strecke, also die aus der Realität, geht dann bis nach Werdau. Wir bekommen den Abschnitt Dresden-Chemnitz. Das sind also von Dresden Hauptbahnhof bis Chemnitz Hauptbahnhof sind es 79,7 Streckenkilometer, was eine ordentliche Länge ist, definitiv, das gefällt mir, das ist eine gute Streckenlänge, auf jeden Fall, kann man wirklich nicht meckern, so wofür das A hier steht, weiß ich nicht, und ja, die ganzen Bahnhöfe, die da zwischenliegen, zwischen Dresden und Chemnitz, kenne ich persönlich jetzt nicht. Aber ich komme ja auch nicht aus der Gegend. Man hört das auch, glaube ich. So. Auf die 130 sind wir noch runtergegangen. Da rechts noch eine 146.
Was halt interessant ist, man fährt an dieser Strecke an zwei Eisenbahnmuseen vorbei. Eine ist relativ nah an Dresden Hauptbahnhof. Die andere ist ein paar Kilometer weiter weg. Und da dachte ich mir, das könnte doch ein eventueller Hinweis sein für einen Standort einer Dampflokomotive. Die würde doch super auf so eine Strecke draufpassen. Nicht, dass ich behaupte, dass mit dieser Strecke eine Dampflokomotive mitgeliefert wird, aber irgendwann kommt hier auf jeden Fall eine Dampflok. Mit Sicherheit auch eine deutsche, irgendwann. Also denke ich zumindest. Und die könnte ja super auf dieser Strecke beheimatet sein, in einem dieser beiden Eisenbahnmuseen, wenn nicht sogar in beiden. Die Strecke an sich scheint auch sehr idyllisch zu sein, also auf jeden Fall ziemlich viel interessante Landschaft, hohe Berge, nicht unbedingt Berge, aber auf jeden Fall Hügel, sagen wir mal erhöhtes Terrain. Also eigentlich eine super Strecke für eine Dampflok. Von daher, das könnte ein erster Hinweis darauf sein. Mal sehen. Auch gibt es da einen Abzweig bei Freital, wo auch eine Schmalspurbahn entlang geführt wird nach Nossen. Auch das könnte ein Hinweis darauf sein. Also eine Schmalspur-Dampflok ist ja auch möglich. Fände ich persönlich nicht so cool. Ich habe dann lieber die normale Spur, also die normalen Spur, 1435 mm. Aber okay, ich wäre jetzt nicht unzufrieden mit. Ach, wir dürfen schneller fahren. Ich wäre jetzt nicht unzufrieden mit einer Schmalspur-Dampflok. Die könnte man ja super auch wiederum auf der Arosa-Bahn einsetzen. So, was haben wir hier? Die Ankündigung auf 140. Die haben wir gerade fast erreicht. Ja, die Höchstgeschwindigkeit auf der Strecke ist, glaube ich, 120 km/h. Heißt also, das wird keine Raserstrecke. Fernverkehr gibt es, glaube ich, auf der Strecke auch keinen. So, auf die 120 wieder runter. Also Fernverkehr gibt es ja keinen, weil Chemnitz witzigerweise nicht ans Fernverkehrsnetz angebunden ist. Zumindest Stand 2021 und das ja auch schon seit einigen Jährchen. Ich glaube, Chemnitz war mal am Fernverkehr angebunden, aber das ist halt ein paar Monde her. Ich kann dir mal ein bisschen aus dem Wikipedia-Eintrag zur Strecke vorlesen, während wir hier diese wunderschöne Landschaft an uns vorbeiziehen lassen. Wahnsinn. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Also ich lese mal vor aus dem Wikipedia-Eintrag zum Verlauf. Die Strecke verlässt den Dresdner Hauptbahnhof in westlicher Richtung, erreicht das Gleisdreieck, Abzweig nach Dresden-Neustadt und wendet sich dann nach Süden unter der Nossener Brücke hindurch und vorbei am Museum im ehemaligen Bahnbetriebswerk Dresden-Altstadt. Also das ist genau das, was ich gerade eben meinte. Ab dem Haltepunkt Dresden-Plauen folgt sie bis Freital, dem engen Tal der Weißeritz. Die Weißeritz ist, denke ich mal, ein ortsansässiger Fluss, auch wenn ortsansässig sicherlich das falsche Adjektiv in diesem Falle ist. Auch Plauenscher Grund genannt und wird von der Bundesautobahn 17 überquert. Zwischen Dresden-Plauen und Freital-Pottschappel oder Pottschappel, ich weiß es nicht, oder Pottschapp,
Appell, nee, das ist Quatsch, sagen wir Potschappel, zweigte die normalspurige Windbergbahn ab, kurz vor der zweigleisigen Hauptstrecke 6258 bis zum Bahnhof Tarrant mit nahezu selber Kilometrierung folgt in Verbindung mit der Potschappel-Heinsberger Verbindungsbahn gewährleistet dieses dritte Gleis in den Bahnhöfen Freital-Potschappel und Freital-Heinsberg die Einbindung zahlreicher Anschlussbahnen und verfügt seinerseits in beiden Bahnhöfen über ebenfalls elektrifizierte Kreuzungsgleise. Ja, also das klingt sehr interessant. Da gibt es wohl sehr, sehr viele Weichenverbindungen, da gibt es wohl sehr interessante Fahrwege, die man da erwarten kann. Mal schauen, wie das dann umgesetzt wird. Gucken wir mal weiter. In Freital-Heinsberg, wo die schmalspurige Weißeritztalbahn beginnt, erreicht die Strecke den knapp südlich der Trasse liegenden Zusammenfluss der beiden Weißeritz-Quellflüsse. Der roten und der wilden Weißeritz. Also es gibt einmal die rote und einmal die wilde Weißeritz. Ich gucke mal immer wieder auf die Strecke. Kurz nach dem Bahnhof Tarrant liegt der mit 214 Metern engste Bogen der Strecke. Hier beginnt ein für eine Hauptbahn seltener Steilstreckenabschnitt. Ja, also Steilstrecke, sehr, sehr interessant. Mit einer Steigung von 1:40, teils sogar 1:39. Also ich bin mir zwar nicht ganz sicher, was dieses 1:2 heißen soll, aber klingt auf jeden Fall nach Steilstrecke. Haben wir im TSW, glaube ich, so auch nicht, zumindest was Normalspur angeht. Diese ist notwendig, um den Übergang in das Erzgebirgsvorland zu ermöglichen. Die Strecke verläuft bis etwa einen Kilometer nach dem Haltepunkt Edle Krone im Tal der wilden Weißeritz. Mal ganz kurz auf die Signale geguckt. Ja, das passt. Wie viele Kilometer haben wir noch? Oh, 20. Sehr schön. Oh, wir können wieder ein bisschen schneller fahren. Ja, wie ihr seht, ich achte jetzt nicht so viel auf die Signale. Also wenn die nächste Zwangsbremsung kommt, verzeiht es mir. Ich bin hier weiter am Lesen bzw. am Vorlesen. Westlich der Strecke in Kilometrierungsrichtung rechts erstreckt sich der Tarranter Wald. Hinter dem Haltepunkt Edle Krone führt die Strecke durch einen 122 Meter langen Tunnel. Hier rechts ist übrigens jetzt der Abzweig auf die Umgehungsbahn bzw. die Neubaustrecke. Achso, ne, der Abzweig war schon hier, glaube ich, ne? Ich sag das jedes Mal, wenn wir hier sind. Das ist gar nicht der Abzweig. Also, wir haben einen Tunnel, einen 122 Meter langen Tunnel. Kurz darauf schwenkt sie aus dem Tal der wilden Weißeritz in das Tal der Seerenbach und passiert den Seerenteich auf dessen nördlicher Seite. Bis zum Bahnhof Klingenberg-Kolmnitz auf 435 Metern über dem 435 Meter über Meeresspiegel werden auf 11,6 Kilometer insgesamt 228 Höhenmeter überwunden. Dieser Bahnhof ist die höchstgelegene Betriebsstelle der Strecke und war ehemals Ausgangspunkt der Schmalspurbahn nach Frauenstein und nach Oberdittmannsdorf. Ach ja, die Landschaft hier ist sehr, sehr schön. Nun beginnt der Abschnitt mit einer Reihe von Talbrücken. Die erste Talbrücke überspannt bei Kolmnitz den Kolmnitzbach, die Ortslage Kolmnitz und die ehemalige Schmalspurbahn nach Oberdittmannsdorf. Bei Niederbobritsch wird auf einer Höhe von 26 Metern die namensgebende Bobritsch überspannt. Hinter dem Bahnhof Muldenhütten folgt die 196 Meter lange und 42,8 Meter hohe Querung der Freiberger Mulde. Mit dem Kilometer 40,0 erreicht die Strecke den Bahnhof der Kreisstadt Freiberg. Es handelt sich dabei um einen
ehemals wichtigen Knotenpunkt, der heute jedoch nur noch Endpunkt der Dresdner S-Bahn-Linien S3 und Ausgangspunkt der Nebenbahn nach Holzhau ist. Also die S3 können wir dann auf jeden Fall von Dresden Hauptbahnhof aus, ich muss kurz runterbremsen, von Dresden Hauptbahnhof aus bis dahin fahren. Das ist ja schon mal etwas. Hallo? Aus mir nicht ganz erfindlichen Gründen hat er jetzt nicht die Bremse angelegt. So. Genau, also die S3 können wir dann auf jeden Fall fahren. Diese werden in Betrieb genommenen, dieser wieder in Betrieb genommene Abschnitt bildete zusammen mit der sogenannten Zellwaldbahn, die am 5. November 2005 wieder eröffnet wurde, die Bahnstrecke Nossen nach, was war das, 120? Die Bahnstrecke Nossen bis nach Moldawa, irgendwas Polnisches, was ich nicht lesen kann. Die westlich Freiberg nach Norden in Richtung Nossen abzweigt. An diesem Abzweig wird erstmals die von Nordosten aus dem Freiberger Stadtzentrum kommende Bundesstraße 173 unterquert. So, den restlichen Text spare ich mir. Auf jeden Fall kommt man dann irgendwann noch in Chemnitz an. Und was der Textabschnitt zumindest bis hierhin auf jeden Fall deutlich gemacht hat. Schön. Sehr schön. Ah, hier vorne das Chemiewerk. Sehen wir auch irgendwo noch eine 363? Sie vielleicht hier vorne irgendwo versteckt? Leider nein. So, auf jeden Fall, was dieser Text deutlich gemacht hat, die Strecke ist sehr interessant betriebstechnisch. Also es ist halt eben nicht die in Anführungszeichen normale Hauptstrecke, wo man zwischen zwei Großstädten mit 160 km/h wahlweise unter der LZB-Führung mit 200 km/h fahren kann. Sondern das Ganze ist eher gemütlich mit 120. Es ist halt eher dann Regionalzugdienst. Fernverkehr wird es dann nicht geben. Güterverkehr gibt es wohl anscheinend auch nur sehr wenig auf dieser Strecke. Zu den Fahrzeugen. Baureihe 612. Neigetechnik. Erster Zug mit Neigetechnik im TSW. Erster deutscher Dieseltriebzug im TSW. Nice. Das klingt sehr cool. Da freue ich mich extremst drauf. Endlich mal wieder ein komplett neues Fahrzeug. Also kein wiederverwertetes, verbessertes Fahrzeug, kein in Anführungszeichen gerepaintetes Fahrzeug, sondern ein komplett neues. Das ist lange her. Das letzte Mal, als wir was ganz Neues bekommen haben, das war mit München-Augsburg. Das war die Baureihe 423. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wie das mit der Neigetechnik umgesetzt wird. So wie ich es gelesen habe, sind diese Züge bis 2013 dort unterwegs gewesen. Und Stand heute sind da andere Fahrzeuge auf der Strecke unterwegs. Das heißt also, diese Strecke wird auch in etwa im Jahre 2013 angesiedelt sein. Was natürlich irgendwo auch ganz interessant ist, weil das jetzt mal ein bisschen zeitlich zurückgeht und nicht mehr die modernste Moderne ist, sondern die ganz leicht zurückliegende Moderne ist. Aber finde ich eben toll, weil das eben ermöglicht, dass wir auch die Baureihe 612 bekommen, von der ich hoffe, dass sie auch dann in anderen Strecken in irgendeiner Form noch eingesetzt werden kann, auch wenn es natürlich nicht realistisch ist für andere Strecken, die wir im TSW haben, aber sei es drum, vielleicht geht es ja trotzdem.
Ja, und wir bekommen die Baureihe 143. Das ist natürlich ein wiederverwertetes Fahrzeug. Leider. Schön wäre natürlich, wenn wir auch noch eine andere Lok bekommen würden, aber scheint hier wohl realistisch zu sein. Interessant ist natürlich, welche Wagen damit geliefert werden. Also ausgehen würde ich jetzt erstmal von den Dostos, die wir schon mehr als nur genug im Spiel haben. Genau dieselben. Da es durchaus realistisch ist, diese auf der Strecke anzutreffen, auch 2013 schon. Es kann natürlich sein, dass aber auch eine andere Dosto-Generation verwendet wird in dem Add-on. Das wäre sehr, sehr cool. Ja, da gibt es ja diese etwas älteren Generationen. Und rein theoretisch wäre es halt auch möglich, dass eine ältere Generation an Dostos mit ins Spiel geliefert wird. Ich würde nicht persönlich davon ausgehen. Ich glaube nicht, dass das der Fall sein wird. Aber cool wäre es trotzdem, wenn es passieren würde. Alternativ dazu Y-Wagen. Gut, ich glaube nicht, dass das allzu realistisch ist fürs Fahrplanjahr 2013, dass da Y-Wagen unterwegs sind. Aber wer weiß. Auch das will ich ja nicht komplett ausschließen. Die Möglichkeit besteht, auch wenn ich es nicht erwarte. Was ich erwarte, sind ein und dieselben Dostos, die wir schon bereits haben. Aber manchmal ist ja der TSW offen für Überraschungen, würde ich behaupten. Hier links auch die Autobahn. Weil ist das eine Autobahn? Wir fahren. Ups, was habe ich übersehen? Oh. Hey, die 80er. Ankündigung, ja. Ja, ich habe es verstanden. Mea culpa. Sieht aus wie ein Audi. Mit gelben Kennzeichen? Hm. So, bleiben wir mal im Zug. Eine dritte Zwangsbremse will ich nicht haben. Halt zu erwarten. Ankündigung auf 20. So, wir kommen an mit einer Verspätung von 5 Minuten. Das ist doch fast pünktlich. Fast. So, wir drücken auf PZB wachsam. Zug der Einflüsse. Zug.
Einflüsse. Auch hier könnten natürlich super Dampfloks übrigens auf die Strecke kommen, ne? Das fände ich sehr passend. Ach, guck mal, die 363 steht hier vorne. Was steht da? Ah, 5 Minuten, glaube ich. Gucken wir uns gleich nochmal an. Gucken wir erstmal, dass wir am besten noch vor dem Signal anhalten. So. Türen auf. Retard d'environ 3 Minuten. Naja. 3 Minuten. Naja, ein bisschen mehr als 3, aber okay. Was haben wir hier? Da fährt der ICE in ein paar Minuten. Oh, der müsste jetzt gleich auch kommen, ne? Oder? Um 58? Ja, dann müsste der doch jetzt in einer Minute oder zwei kommen. Wo ist er denn? Die Frage ist, wo spawnen die? Ach, guck mal, da ist er ja schon. Ja, sehr schön. Dann fliegen wir mal zurück an den Bahnsteig. Oder hier auf die Brücke. Und beobachten das Ganze mal. Ein bisschen Trainspotting muss auch sein. Dahinter noch die Containerwagen. Herrlich, ne? Also der Sound vom ICE3 ist einfach makellos umgesetzt. Wahnsinn. Gut, das war's dann. Ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.